Entweder arbeitet sie wieder länger oder sie ist endlich vernünftig geworden. In dem Fall ist sie jetzt wahrscheinlich schon auf halbem Wege zur Grenze von Wisconsin, mein Hase. Was gibt's zu essen? Nicht vom Essen reden, Mom ist nicht da. Ah, hab ich da was von Essen gehört? Oh nein. Dann versammelt euch mal um den Tisch. Es ist wieder Zeit für unser aufregendes Spiel, die geheimnisvolle Dose. Oh. Ich finde die geheimnisvolle Dose toll. Natürlich tust du das, Tina, weil das Amerikas beliebtestes Überraschungsabendessenspiel ist. Der glückliche Gewinner wird mit einer Dose Spaghetti nach Hause gehen. Ein anderes, gesünderes Kind bekommt rote Beete. Das würde es nicht schneller gehen, einfach ein Abendessen zu kochen? Aber dann müssten wir auf unseren Lieblingsgast verzichten. Die Glücksgöttin. Seht, wie die Dosen sich drehen und drehen. Bleibt eine vor euch stehen, dann lasst sie euch nicht entgehen. Hallo. Oh, Mom, ein Glück, dass du da bist. Wir müssen gerade die geheimnisvolle Dose spielen. Bill, du wusstest doch, dass ich Überstunden mache. Wieso wärmst du nicht den Rasthackbraten auf? Den wollen die Kinder nicht. Wieso denn nicht? Er ist schon in meinem Bauch. Na gut, Kinder, wenn ihr wollt, dürft ihr euch eine Pizza bestellen. Das war ja klar. Das eine Mal, wo ich die Spaghetti kriege. Ich bin froh, bei meiner Familie zu sein. Den ganzen Tag musste ich nett sein zu den Patienten. Wir sind auch froh, dich zu sehen, Sonnenschein. Ja, ja. Und nun massier mir die Schultern, Schnuckilein. Judy, du schiebst nun schon seit 2 Wochen Überstunden. Wann ist Schluss damit? Keine Ahnung. Sobald Dr. Gerber einen Ersatz für Colleen findet. Na schön, dann entspann dich jetzt. Dein Mann wird sich um dich kümmern. Bill, der Verschluss ist leider vorn. Außerdem ist die Massage meine Belohnung. Schatz, die waren den ganzen Tag eingesperrt. Findest du nicht, dass sie auch eine Massage verdienen? Konzentrier dich jetzt schön auf die Schultern. Wieso sagst du nicht einfach nein, wenn er dich um Überstunden bittet? Weil er mein Boss ist. Wenn ich auf der Arbeit bin, muss ich die nette Praxis Judy sein. Jawohl, Dr. Gerber, selbstverständlich. Dr. Gerber wird sofort erledigt. Darf ich mal Dr. Gerber sein? Bitte. Kein Grund, nervös zu werden, Mr. Conway. Alles wird gut versprochen. Ich habe ein Problem mit Zahnärzten. Das haben wir doch alle. Sie werden mich nicht beißen, oder? Nein. Dann beiß ich Sie auch nicht. Warum sollten Sie beißen? Das war nur ein kleiner Scherz. Judy, wir brauchen neue Papierhandtücher. Und dann müssen wir neue Bohreinsätze nachbestellen. Die alten sind stumpf. Jawohl, Dr. Gerber. Ach, und bleiben Sie vielleicht heute wieder etwas länger? Selbstverständlich. Kann das denn noch schlimmer werden? Was ist los mit meinen Zähnen? Bitte? Ach, ich meinte gar nicht Ihre Zähne. Ihre Zähne sind... Naja, das wird der Doktor sicher gleich mit Ihnen klären. Nein, ich meinte eben meinen Job. Ich habe so viele Überstunden, dass ich nicht mehr gerade ausgucken kann. Könnte mich eine andere Arzthelferin betreuen? Tja, schön wär's. Leider bin ich aber ganz allein hier. Mein Mann sagt, ich sollte öfter Nein sagen. Vermutlich hat er recht. Am besten sage ich Dr. Gerber jetzt gleich mal meine Meinung. Wen interessiert es schon, ob er sauer wird? Mich? Ach, na wenn schon, ich muss es tun, sonst wird das doch nie was. So, Mr. Conway, das werden wir gleich haben. Wird es wehtun? Sicher wird's wehtun, deswegen geben wir Ihnen ja Lachgas. Doktor, mir brennt seit einer Weile was unter den Nägeln. Nein, nicht jetzt. Haben Sie nur keine Angst, Sie sind in guten Händen. Was haben Sie auf dem Herzen? Hier war während der letzten Wochen die Hölle los. Colleen ist jetzt schon seit einem Monat nicht mehr hier. Wir reden gleich, Judy. Ganz ruhig weiteratmen, Mr. Conway. Judy... Ich weiß, dass das nicht einfach für Sie ist, aber ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Wie Sie wissen, hatte ich ein Verhältnis mit Colleen, obwohl ich verheiratet bin. Halten Sie es für richtig, vor dem Patienten über persönliche Dinge zu sprechen? Deswegen bekommt er die Narkose. Ich verstehe jedes Wort. Oh, anscheinend kann ich gar nichts richtig machen. Ich komme gerne nächste Woche wieder, wenn Sie heute nicht so... Das hat ja gedauert. Judy, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Leben zerbricht und es ist alles meine Schuld. Beverly hat das mit Colleen spitz gekriegt und mich rausgeworfen. Ich wohne in einer tristen Einzimmerwohnung, schlafe auf einer Luftmatratze und sie erlauben keine Tiere. Der Einzige, der mich liebt, ist mein Hund. Ich muss ihn in einen Zwinger sperren. Das tut mir sehr leid, Dr. Gerber. Ich hatte ja keine Ahnung, wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Tja, jetzt, wo Sie es sagen... Was soll das denn werden, Judy? Ein Versuch, Nein zu meinem Boss zu sagen. Bill, das ist Schnitzel. Er wird jetzt eine Weile hier wohnen. Was? Du weißt ganz genau, was ich von Hunden halte. Sie machen immer Dreck, sabbern und betteln ums Essen. Wer will sowas im Haus haben? Ja, Bill, richtig. Wer?
Dr. Gerber wurde von seiner Frau rausgeworfen und braucht jemanden, der sich um den Hund kümmert, bis er eine neue Wohnung findet. Na, ist ja klasse, Judy. Ich habe vorhin noch zu den Kindern gesagt, hoffentlich bringt Mom heute etwas mit, das mich im Schlaf töten könnte. Ich wurde erhört. Oh, hast du etwa Angst vor einem süßen, gepunkteten Hündchen? Kinder, kommt mal runter. Ich habe eine Überraschung für euch. Was habt ihr euch schon lange gewünscht? Kann das sein, dass wir endlich einen Swimmingpool kriegen? Nein, hier. Ein Hund? Aber wir wollten einen Pool. Ich kann doch meine Freundin nicht zu einer Hundeparty einladen. Wieso denn nicht? Au. Er gehört meinem Chef und wird eine Weile bei uns wohnen. Wie heißt er? Schnitzel. Schnitzel? Ja, ein leckerer Name. Dr. Gerber hat eine Menge Geld ausgegeben, den Hund auf spezielle Kommandos abzurichten. Lecker? Wieso denn? Damit man ihn besser fangen kann. Es gibt einige Länder, da isst man sowas wie ihn auf Brot. So, so, na mal sehen. Schnitzel, hol mir eine Bratwurst und einen Bierkrug. Toll abgerichtet, der Köter starrt mich nur an. Als wärst du ein Idiot. Hier ist eine Liste mit Befehlen, die er versteht. Also, Sitz bedeutet hinsetzen, Fuß bedeutet zu Fuß gehen, gib Pfötchen bedeutet guten Tag. Du glaubst doch nicht, dass der jemals auf so einen Quatsch reagiert. Sitz. Wow. Gib Pfötchen. Schnitzel, Fuß. Los, geh weg. Hau ab, Strudel, Sauerkraut oder wie du auch heißt, verschwind. Hey, 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 wenn du mich umbringst, wissen alle, wer es war. Ich verstehe, du willst Leberwurst. Tja, ich bin der Einzige in der Familie, der die mag. Ah, ziemlich lecker, oder? Nein, mehr nicht. Du darfst kein Menschenfutter fressen. Na gut, noch ein bisschen. Ganz fein. Ist ja gut, hab schon verstanden. Wow, Judy würde sich nach 200 Gramm Leberwurst nie so bedanken. Du meine Güte, das ist ja ekelerregend. Der arme Hund. Vielleicht hat er einen Bruder, soll ich mal nachfragen? Das ist also Schnitzel, ja? Judy hat mir von ihm erzählt. Du darfst doch aber sicher nicht auf die Couch oder mein Hundilein, nein. Der tut nichts, Linda. Er hat nur ein sehr feines Gehör und das Ticken deiner biologischen Uhr könnte ihn taub machen. Hallo, Linda. Bill, was hat er auf der Couch zu suchen? Dr. Gerber würde das nicht erlauben. Schmeiß ihn runter. Sowas darfst du ihm erst gar nicht beibringen. Tja, und ich sag noch. Okay, also los, mein Freund. Runter von der Couch. Runter von der Couch. Kann ich das auch versuchen? Bill, los, verzieh dich. Los, verzieh dich. So, Linda und ich gehen einkaufen und den Rest des Nachmittags muss ich arbeiten. Heute ist Samstag. Wirklich, Judy, langsam wird das zu einem echten Problem. Die Tatsache, dass du deinem Chef immer nachgibst, beeinträchtigt unsere Beziehung und unser Dasein als Paar. Zum Abendessen bin ich rechtzeitig wieder da. Ach, was gibt's denn heute? Sieh zu, dass du mit Schnitzel in den Park gehst, während ich weg bin. Er soll ein bisschen rumtoben und natürlich sein Geschäft machen. Ja, und mach das Gleiche mit Linda. Backstage mit den größten Stars des Musikbusiness. Ohoho, braver Hund, Beachvolleyball, gute Wahl. Ich guck mir die Schnecken im Bikini an und du darfst dir den Ball ansehen, wie er hin und her fliegt. Dr. Gerber. Tag, Bill. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Wäre es Ihnen recht, wenn ich meine Mittagspause mit Schnitzel verbringe? Oh, Schnitzel lässt sich ein wenig runterziehen von der momentanen Situation. Dauernd sieht er runter auf den Boden und ist zu Tode betrübt. Schnitzel! Was hast du auf der Couch zu suchen? Schnitzel, Platz! Platz, Schnitzel! Platz! Was ist denn los mit ihm? Er ist vom vielen Platzmachen ganz fertig. Den Garten hat er auch voll geplatzt. Schnitzel! Aber Bill, warum hat er Krümel an der Schnauze? Offenbar hat Judy vergessen, ihm zu sagen, was er alles nicht darf. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Es hat keinen Sinn zu lügen. An der ganzen Sache sind die Kinder schuld.
Aber mein Training und all die harte Arbeit. Och, Bill, ich werde Wochen brauchen, um ihn wieder so hinzukriegen, wie er war. Warum? Ich bitte Sie, Ihr Hund ist überglücklich. Schnitzel? Gib Pfötchen. Schnitzel? Schnitzel? Ja, das ist mein Junge. Ach, es ist schön, ihn so entspannt zu sehen. Wirklich? Ja. So war er, als wir ihn gekriegt haben. Meine Frau hat leider Schnitzels Geist gebrochen. Ja, das kann sie gut. Hört sich an, als könnten Sie eine kleine Auszeit vertragen. Wollen Sie Chips? Oh, sehr gern. Hab ich schon seit Jahren nicht gegessen. Die habe ich geliebt, aber Beverly hat kein Knabberzeug geduldet. Oder Bier. Oder Spaß. Naja, wie Sie sicher an all den Flecken sehen, ist das das Einzige, was hier geduldet wird. Oh Mann, was für ein Tag. Warum habe ich eigentlich zugesagt, heute zu arbeiten? Der Doc hat sich nicht eine Sekunde blicken lassen. Den ganzen Nachmittag habe ich damit verbracht, die Patienten mit neuen Terminen zu vertrösten. Wo hat er sich nur rumgetrieben? Hey, Bill! Ich habe die Schokolade aus meinen Haaren herausbekommen. Hallihallo, Judy! Dr. Gerber, was tun Sie denn hier in Bills Bademantel? Ich wollte Bill zeigen, wie man ein Soufflé macht, doch das geriet etwas außer Kontrolle. War meine Schuld. Dieser Mixer hat leider keinen Notschalter. Aber Sie haben sich wirklich wacker gegen ihn behauptet. Und wieso machen Sie ein Soufflé in meinem Haus? Mich interessiert etwas viel Wichtigeres. Wo kaufen Sie Ihr Shampoo? Der reine Wahnsinn, mein Kopf riecht wie ein riesiger Pfirsich. Los, schnuppern Sie mal. Na los, schnuppern Sie ruhig, habe ich recht? Jawohl, Dr. Gerber. Ja, sehen Sie? Bill, das war eine fantastische Woche. Das Hockey, die Snacks. Wie kriegen die nur den Käse in die kleinen Brezeln? Wissen Sie was? Ich denke zu viel nach. Ich werde sie einfach genießen. Sie benutzen so eine Art Käsepistole. Ja. Egal. Ich esse sowieso zu viel davon. Sollten wir nicht Sandwiches bekommen? Judy! Was ist? Ich liebe dich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Fragen Sie sie bitte nach den Sandwiches. Hey, Judy, wann trudeln denn die versprochenen Doppeldecker ein? Komm sofort, Dr. Gerber. Schnitzel, böser Hund. Was hat er gemacht? Gar nichts. Wann trudeln die Doppeldecker ein? Du kannst mich mal, du verfressener Schmarotzer. Du liebst diesen verdammten Hund ja so, dass es dir nichts ausmacht, Brot zu essen, das er abgeleckt hat, nachdem er sein... Die Sandwiches sind fertig. Ah, die sehen hervorragend aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Da sind Sie nicht der Einzige. Das muss meine Wäsche sein. Vielen Dank, dass ich hier waschen durfte. Die Unterhosen wurden langsam knapp. Na super, er wäscht seine Unterhosen bei uns. Und dann hat er sie in unseren Trockner getan. Aber da sind auch meine Slips drin. Ist ja gut, Judy. Wir sollten uns jetzt ein wenig beruhigen und mein Sandwich zu Ende essen. Schatz, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss täglich mit ihm arbeiten. Dann schiebt er seinen Hund zu uns ab und jetzt ist er praktisch jeden Abend hier. Du beklagst dich schon seit Jahren über deinen Boss. Doch ich finde, dass er ein richtig netter Kerl ist. Er macht gerade eine schwere Phase durch. Du willst ihn nur hier behalten, weil ich nett zu ihm sein muss und euch dadurch beide von vorn bis hinten bediene. Durchaus möglich, dass du etwas netter bist, wenn er da ist. Aber ist es falsch von mir, diesen Umstand auszunutzen? Oh, Bill, rede mit ihm und schaff ihn aus unserem Haus. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Entschuldigung? Dumme Sache. Anscheinend sind einige meiner Unterhosen zwischen Ihre geraten. Bill, Ihre oder meine? Netter Laden hier, Bill. Gute Speisekarte. Was eine unendliche Zwiebel ist, weiß ich zwar nicht, aber ich werde sie nehmen. Und nun einen Toast. Auf einen tollen Abend mit einem tollen Freund, der mir tolle Sachen zeigt. Danke, Sie sind auch ein toller Kerl. Sie verbringen viel zu viel Zeit in unserem Haus. Wie meinen Sie das? Bin ich eine Belastung für Sie? Nein, nein, nein. Ich finde nur, dass das gerade eine richtig gute Gelegenheit für Sie ist. Sie sind zum ersten Mal in Ihrem Leben ein freier Mann und verschwenden Ihre ganze Zeit nur in unserem Haus. Bestimmt haben Sie recht. Allmählich wird es Zeit, dass ich flügge werde. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Tun Sie endlich, was immer Sie wollen. Ich habe ja schon lange etwas vor. Eine verrückte Idee. Nein, nein, nein. Tun Sie es. Flieg hoch, freier Vogel. Verwirklichen Sie Ihre Träume. Tun Sie, was Sie glücklich macht. Ich will meine Zahnarztpraxis zumachen. Was? Nein, 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 nein. Wieso nicht? Sie haben recht. Nein, habe ich nicht. Ich bin ein Idiot. Das können Sie jeden hier fragen. Ich habe wirklich einen Traum.
ein Restaurant genau wie dieses aufzumachen. Ja, mit einer tollen Bar. Ich möchte jemandem ein Glas geben, ohne dass er den Inhalt sofort wieder ausspucken muss. Aber denken Sie doch mal an die Menschen, die für Sie arbeiten. Nein, nein, Sie hatten recht. Es wird Zeit, dass ich endlich mal an mich selbst denke. Und glauben Sie nicht, ich sei undankbar. Bill, wenn ich mein Restaurant eröffne, gehen alle Getränke für Sie aufs Haus. Es gibt doch wohl Wichtigeres als aufs Haus? Ganz genau. Natürlich gibt's irgendwo ein Limit. Also Sie sollten wirklich noch mal ganz in Ruhe nachdenken. Ich helfe Ihnen seit Tagen dabei, Ihr Leben zu ändern und darf dann nicht trinken, so viel ich will? Wow. Möchten Sie noch Tee, Mrs. Schnitzel? Bitte sehr. Schön, dass Sie mich heute besucht haben. Sag mal, Lauren, hast du mein Mathebuch gesehen? Sehr witzig, Brian. Hast du das eben gehört? Der Hund kann sprechen. Und weißt du, was er noch kann? Deine Zahnbürste benutzen. Lauren hat mit meiner Bürste Schnitzel Zähne geputzt. Na, wenn schon. Ich habe gerade die Unterhosen von meinem Chef zusammengelegt. Stell dich nicht so an. Gott sei Dank, du bist allein. Hast du ihn überreden können, nicht mehr zu kommen? Ja, dafür wird der Gute in Zukunft keine Zeit mehr haben. Wirklich? Das ist ja toll. Ich habe noch mehr gute Nachrichten. Es gibt demnächst ein Restaurant, in dem wir Freigetränke kriegen. Wow! Und was ist das für ein Laden? Dr. Gerbers. Er macht ein Restaurant auf, sobald er seine Praxis dicht gemacht hat. Schatz, was hast du gemacht? Ich weiß auch nicht, Judy. Nachdem ich ihm gesagt hatte, er soll hier nicht mehr rumhängen, wollte er seine Praxis zumachen. Aber das ist nicht meine Schuld, das schwöre ich. Und denk dran, wenn ihr mir dafür dankt, dass ich ihm Mut gemacht habe, seine Träume zu erfüllen. Und was stellst du dir vor, wo ich jetzt arbeiten soll? Du kannst nicht einfach mir die Schuld dafür geben, Judy. Hättest du gleich für klare Verhältnisse gesorgt, hätten wir diesen Schlamassel nicht. Verdammt, Bill. Tut mir leid, Schatz. Nein, ich meine, verdammt, du hast recht. Aha, ich wusste es, ich habe recht. Warte mal, was versuchst du hier gerade abzuziehen? Nein, 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 ich habe recht. Oder? Mr. Conway, ich muss mich für Ihren letzten Besuch entschuldigen. Ich war in letzter Zeit nicht so ganz bei der Sache. Ich habe meine Leidenschaft für die Zahnmedizin verloren. Aber heute nicht versprochen. Oh, wie schön. Ich werde Ihnen bloß eine provisorische Krone einsetzen und das war's für heute. Klasse. Dr. Gerber, ich muss sofort mit Ihnen reden. Oh, nein, nicht Jenny. Judy kann das nicht warten. Nein, es ist überaus wichtig. Es tut mir leid, wenn Sie sauer werden, aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Wissen Sie was? Ich habe soeben beschlossen, dass ich gar keine Krone brauche. Was kümmert mich ein schlechter Zahn? Ich kaufe auf der anderen Seite. Tja, das war's. Damit endet meine Karriere als Zahnarzt. Also, Judy, was ist los? Bill hat mir erzählt, dass Sie erwägen, die Praxis zu schließen und dafür ein Restaurant zu eröffnen. Ja, ist das nicht eine tolle Idee? Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, wie man ein erfolgreiches Restaurant führt? Sie könnten einen Haufen Geld damit verlieren. Nein, nein, das kann nur mit schlechten Ideen passieren. Meine Idee dagegen ist grandios. Judy, ich versichere Ihnen, ich bin Feuer und Flamme dafür. Na ja, schön, wenn Sie Feuer und Flamme sind. Klar, hören Sie doch mal zu. Kennen Sie diese Restaurants, in denen man sich die Hummer selbst aussuchen darf? In meinem Laden läuft's im Prinzip genauso, allerdings mit Enten. Okay, das war's. Sie sind völlig verrückt geworden. Erst haben Sie eine Affäre mit Ihrer Praxis, Tussi. Dann verlassen Sie Ihre Frau, drehen mir obendrein Ihren Hund an und sind jetzt absolut überzeugt davon, dass Chicago ein Restaurant braucht, wo man sich schick anziehen muss und Enten töten kann. Der Gast wird selbstverständlich der Ente nicht persönlich den Hals umdrehen. Wissen Sie eigentlich auch, wovon Sie da reden? Nur weil Sie gerade in Ihrer Midlife-Crisis stecken, müssen Sie doch nicht mich oder arme, unschuldige kleine Enten damit reinziehen. Sie gehen jetzt ans Telefon, rufen Ihre Frau an, bitten Sie um Verzeihung und reden nicht mehr länger davon, Ihre Praxis zu schließen. Und was ist, wenn mich das alles nicht glücklich macht? Dann kaufen Sie sich einen Sportwagen und lassen sich einen Pferdeschwanz wachsen. Machen ja alle Zahnärzte in Ihrem Alter. Was denn für einen Sportwagen? Das ist Ihre Entscheidung. Aber falls Sie das mit dem Pferdeschwanz machen, wie wär's mit einem Cabrio? Vielleicht haben Sie recht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Aber ich vermisse Beverly. Und ganz bestimmt vermisst sie auch. Glauben Sie? Ja. Danke, Judy. Es ist gut, dass das passiert ist. Mittlerweile sehe ich Sie nicht nur als meine Angestellte, sondern als meine Freundin. Eine gute Freundin. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie sind auch ein guter Freund. Entschuldigen Sie mein Verhalten in letzter Zeit. Das hat mich alles so fertig gemacht. Das mit der Trennung und dem Umzug. Und dann noch meine Mutter mit ihrem Rücken. Oh nein, die Ärmste. Ja, sie hat einen Bandscheibenvorfall und lebt ganz allein. Das können Sie gerade gar nicht gebrauchen. Wenn ich was für Sie tue... Bill, Evelyn Gerber. Evelyn Gerber, Bill.
die Ruhe. Gleich geht's los. Ich schmiere ja schon so schnell ich kann. Mann, da ist aber wieder einer scharf auf leckere Leberwurst, oder? Bitte sehr.